Jo Leute, und willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Und ja Freunde, ich weiß, das letzte Mal sind wir nicht hier stehen geblieben, sondern in der Mantis von Grease, das Schiff. Freunde, ich habe mir offscreen den SCOMP-Anschluss geholt für BD1. Hier, SCOMP-Anschluss. Deshalb bin ich hier und nicht wie beim letzten Mal in der Mantis, weil ich mir den SCOMP-Anschluss geholt habe, Freunde. Ja. Da oben, der Feind! Feuere auf den Feind! Und jetzt, Freunde, werde ich gleich da lang gehen, da wo Perl mit Spear gesprochen hat. Jede getroffen. Ja. Er ist so gut wie erledigt. Alter, Junge! Nein, ich seh die. Schaltet ihn auf! Nur noch Fernkampf, gehen wir es an. Er ist verwundet, ja. Alter. Das wirst du bereuen. So. Geht doch. Stem? So, mal gucken, was hier ist. Wo Sir mit Kerl gesprochen hat. Aha. Diese Tür muss auch kommen. Los. Der Kommandant hat mich deswegen bestraft. Gut, BD1. Wow! Feuer auf den Feind! Ihr dürft nicht die Letzten sein! Na komm, schieß! Zack. Was ist los, BD? Oh. Diese Tür bewegt sich nicht. Was haben wir denn hier? Ein Echo. Cool. Verschwendet eure Energie nicht mit einem fehlenden Artefakt. Ich werde mich selbst darum kümmern. Verschollenes Artefakt. Hier können wir meditieren, das machen wir mal, um zu speichern und uns auszuruhen. Achtung, Jedi! Verbündete am Boden! Nähert euch dem Ziel! Ich werde ihn erschießen! Mich kriegst du nicht! Na komm, schieß! Ich werde deine Verteidigung durchbrechen! Ich kann ihn besiegen! Ja, du nicht besiegen, alles klar, ich besieg dich, Junge. Scan. Imperialer Astromech-Droide. Was haben wir denn jetzt hier? Können wir klettern? Kerl, bitte. Dankeschön. Du könntest mal einen Witz erzählen. Keine Ahnung. Warum? Witzig. Verstehe ich nicht. Was ist denn hier lang, ey? Alter. Was murmelst du denn da drüben? Mach die mal kaputt, die Stormtrooper.
Ey! Zack. Oh, shit. Alter. Alter. Ich hab gar keine Macht. Alter! Heil mich bitte! Scheiß doch die Wand an, Alter. Kacke. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe in der Nähe was gehört. Da ist ein Eindringling. Rückständlich vor. Ich erschieße ihn. Treff ihn endlich. Zack. Jetzt doch noch mal nach oben. Baller. So. Echt wissen, was hier oben ist, Freunde. Wenn du nach Hause willst, kann... Der Jedi ist hier. Angekommen. Nicht nachlassen. Zieh in und feuer. Alter! Der Jedi ist geschwächt. Ich kann nicht an ihm dranbleiben. Beeilung, fangt ihn! Immer drauf, weiterfeuern! Machen wir dem Ganzen ein Ende. Fuck. Nicht weiter. Okay. Wir müssen das Ding öffnen. Danke, BD1. Ich werde dich leiden lassen.
Alter! Stirb! Fuck. Auslöschungstruppler-Kommandeur. Hier geht's runter. Abkürzung freigeschaltet. Okay. Ah, wir sind ja hier. Alter, holy shit. Absturzstelle. Okay. Da, Sternzerstörer. Ein Venator. Da drin könnten nützliche Infos sein. Ich versuche hinzukommen. Alter, holy shit, wie geil sieht das aus, Freunde. Alter. Wie geil sieht das bitte aus, Freunde? Alter Verwalter. Luis, bist du beschäftigt? Ich wollte mir gerade... Nein, nie beschäftigt. Brauchst du denn was? Hier sind zwei abgestürzte Schiffe. Du warst nicht der einzige Pilot, dem der Wind zu schaffen gemacht hat. Oh, das fällt dir jetzt auf? Wo warst du denn? Ich meine, besser als ich geht gar nicht. Ja, okay. Ich wollte mich nur bedanken. Also du bist wirklich... gern geschehen, Kleiner. Ich muss weg. Ich hab zu tun. Also, wir sehen uns. Ciao. Ach, Freunde, ich mag Grease. Grease ist cool. Geht's hier lang? Okay. Nach oben können wir nicht. Das ist scheiße. Das
können wir auch nicht zerstören. Okay. Ja, dann können wir später dann noch mal hier hin. Und neuer Samen. Diese Pflanzen erinnern mich an Grease Fell. Och nö, da sind ja schon wieder diese Viecher, ey. Alter! Später, ey. Alter! Zack. Irgendwas Brauchbares? Neue BD1-Skin erhalten. Swoop. Ah, das sieht nicht so nice aus. Von den Farben her. Naja, egal. Kannst du mir neue mal helfen? BD1-Skin. Sonst irgendwo was? Da oben ist eine Kiste. Okay. Da ist wieder so ein großes Vieh, ey. Soll mich nicht stören! Hey! Was war da drin? Neues Poncho-Material. Hyperhülle. Okay. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Autsch! Ich will ihn nicht anvisieren. Alter Schwede! Komm, halt ich mal bitte. Jo! Alter! Wieder nicht lang. Etwas Oh, wieder ein Echo. Die Bewohner haben das Denkmal für die Klone auf dem Venator gebaut. Die wüssten. Denkmal. Siehst du? Das Imperium ist nicht unsere einzige Sorge. Oh, noch eins. Der Tunnel war überflutet. Wie konnte es dazu kommen? Ertrunken.
Riecht's nach kaltem Öl? Nein, Kumpel, nicht du. Das Wasser. Wir können wieder meditieren. Das machen wir mal. Um die Stimmbehälter wieder aufzufüllen. So. Oh, wir sind wieder den Eishöhlen. Okay. Junge! Zack, weg mit dir, Alter. Was? 92% erkundet. Eine Truhe fehlt noch. Und ein Geheimnis. Okay. Ich brauch Medizin, WD1. Freunde, ich würde jetzt sagen, wir reisen jetzt zu einem anderen Planeten. Ja. Auf geht's zurück zum Schiff. Auf geht's zurück zum Schiff, Freunde. Verlassen wir den Planeten. Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Okay. Könnte sich lohnen, dort Storyline ist nach Kajik. Will ich wirklich schon nach Kajik? Zu den Wookies? Datumir. Ich weiß nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Gehen wir nach Datumir oder nach Kajik? Datumir oder Kajik? Datumir oder Kajik? Ach komm, wir gehen einfach nach der Story und reisen nach Kajik. Was soll's? Ja, auf nach Kajik, Freunde. Seien Sie ehrlich. Auf zu den Wookies! Es war nicht die Entscheidung des Droiden. Es war meine. Moment, was? Erklären Sie mir das. BD1 wurde zurückgelassen, damit ich ihn finde. Cordova vertraute darauf, dass ich ihn suche. Nur war ich nicht die Person, die er brauchte. Warum nicht? Er brauchte jemanden, in dem die Macht stark ist. Ich hatte gehofft, dass BD1 diesen jemand erkennen würde. Und anscheinend hat er das. Oh, wie süß. Echt süß. Auf geht's, den Wookies, Freunde. Auf geht's. Wow. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Braca. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay, okay, okay. Ich sehe gar nichts.
Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben. Das war echt knapp, Kleiner. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenweltler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracca Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Ha, der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Teil des Plans. Wenn du noch springen willst, dann tut am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, bitte? Das war knapp. Kommen wir jetzt oben drauf? So. Okay, nein. Versuchen wir es nochmal. Links. Okay. Wohin jetzt? Bringen wir es zu Ende. Danke, BD. Geil ist das bitte, Freunde. Wow. Oh, shit. Was mach ich denn? Ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. So. So.
komme ich denn dann nach oben? Hä? Klettern wir nach oben. Ah, von hier nach oben. Und betreten. Okay. Was denn jetzt? Ah, hier. Na Jungs? Du hast keine Chance gegen uns. Steht nicht einfach hoch. Mach irgendwas. Ich hab ihn getroffen. Wie hab ich das abgemacht? Stark. Okay. Öffnen. Aber ein neues Schiff auf den Scannern. Sie haben mehr Feuerkraft als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% Integrität. Sinkend. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen. Ablenken. Halt auf. Also, dass das funktioniert hat? Okay. Ach du heilige Scheiße, Freunde. Sie verletzen das imperiale Kannst du den abschalten? 207. Ergeben Sie sich und. Besser. Ach du heilige Scheiße! Das sind also die Blaster. Wie geil ist das denn jetzt, Freunde? Wie geil! Sagrava, Freunde. Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Den kennen wir doch aus Rogue One. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Machen wir sie noch wütender. Noch eine Person, die man aus den Star Wars Filmen kennt. Anfangs Obi-Wan Kenobi. Aber nur als Holo. Holograph halt. Und jetzt Saw Gerrera aus Rogue One, a Star Wars Story. Wie geil ist das denn hier, Freunde? Wie geil. Wie geil ist das bitte? Auf,
zu uns? Kannst du was machen? Vorsicht! Ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich suche jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Wen suchst du hier? Ein Wookiee-Häuptling namens Tarful. Tarful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Reese, das ist Saw. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerilla-Kämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tarful finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Okay, Freunde, wir sind jetzt auf Kashyyyk. Noch jemanden aus dem Star Wars Universum haben wir jetzt gesehen. Aus Rogue One, a Star Wars Story. Hey Kleiner, danke für die Samen, aber ich habe in meinem Terrarium noch viel Platz. Also raus mit dir und bring mir mehr von dem Zeug. Klar, Grease. Was immer du sagst. Alles klar, Grease. Saw Gerrera haben wir jetzt gesehen, Freunde. Kennt man natürlich aus Rogue One, a Star Wars Story. Wie geil ist das bitte, Freunde? Wie geil ist das bitte? Alter. Dann noch gerade der Kampf. Also im AT-ST. Alter, wie geil, Freunde. Wie geil ist das bitte? Alter. Uff. Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder fürs Erste mit Star Wars. Wenn euch die neue Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo. Und dann würde ich sagen, holen wir uns das. Blockausdauer erhöht. Und und was haben wir uns denn noch? Und holen wir uns das. Cool. Okay. Freunde. Das war doch mal wieder eine
hammergeile Star Wars Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen, aktiviert die Glocke, damit ihr benachrichtigt wird, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, Freunde, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder zu Star Wars Jedi Fallen Order. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Zockerboy, Game Over. Ciao.